Ich habe in Regensburg Medienwissenschaft studiert und dann davon gehört, dass es hier diesen Ergänzungsstudiengang gibt. Das ist kein Master, sondern ein Aufbaustudiengang. Und ich wusste, dass mir universitäres Schreiben nicht so liegt, dass ich ein bisschen was produzieren wollte, was auch mehr Bezug zur Welt hat. Das war irgendwie wie so ein kleiner Glücksfund, dass es diesen Studiengang gibt. Und durch auch die Begeisterung der Freundin, die mir das auch sehr gut nahe bringen konnte, wie tatsächlich auch das Programm dort aussieht, wie der Stundenplan dort aussieht, habe ich mich dann beworben und es hat geklappt. Das Studium ist deswegen so besonders, weil man den Bezug direkt hat zur Münchner Kultur. Es ist wirklich sehr auf Texte schreiben ausgelegt, auf eigene Sachen produzieren, auf Reportagen machen. Wir haben auch immer wieder Gastdozenten eingeladen aus großen Zeitungen, die man sonst eigentlich nur kennt, wenn man ihre Texte liest, und jetzt sitzen die dann tatsächlich vor einem. Ja, München ist auf eine Weise schon einzigartig, glaube ich, weil auf der einen Seite ist natürlich ein sehr, sehr großer Kulturbetrieb hier, aber mir zumindest kommt es nicht ganz so hektisch vor. Man hat irgendwie das Gefühl, so, man ist so mittendrin, man muss nicht irgendwo erst woanders hin, sondern man ist mittendrin in Dingen, die gerade stattfinden. Ich habe zum Beispiel als Dramaturgin hier mitgearbeitet an einem Projekt, das hieß Aphrodite, mit einem Regisseur, den ich schon kannte, von einem vorherigen Projekt. Und eigentlich studiere ich ja Theaterkritik, das heißt, das hat prinzipiell gar nichts damit zu tun, aber es werden einem schon ziemlich viele Türen geöffnet. Also wir kriegen einfach sowohl von Theater, also Schauspieler und Bühnenbildner und Kostümdesigner und so, als auch die Leute vom Film mit Kamera und Drehbuch. Wir kriegen also von beiden Welten was mit. Und hier ist es einfach toll zu sehen, wenn man einfach Theaterstücke besucht und einfach sieht von den Schauspielklassen, wie die Leute einfach auf der Bühne stehen, wie unglaublich gut die schon sind. Es gibt eigentlich zwei Erlebnisse, die ich nie vergessen werde. Eins davon ist sehr nerdy und eins davon eher normal. Das erste ist der erste Tag, an dem ich in der Bibliothek hier war im Haus, weil ich sehr erschlagen war von der Fülle an Büchern, die es gibt, auf so kleinem Raum. Das war unglaublich. Und das zweite war bei dem Aphrodite-Projekt, wo ich Dramaturgin war. Der Moment, als bei der Probe bei den Schauspielern sichtbar war, dass sie nicht mehr die Schauspieler oder die Sänger sind, sondern die Rolle, die sie spielen. Wenn ich einen Kurs habe bei einem Journalisten, dessen Texte ich kenne, und der sitzt dann auf einmal da, und man kann mit dem sprechen, man kann mit dem die eigenen Texte besprechen, man kann an den Fragen stellen, man erlebt die Person, man erfährt was aus dem Redaktionsalltag. Das sind Momente, die finde ich einfach extrem wertvoll.